Vom Dorf her rief immer noch mein Freund Otto. Otto. Da hat der Kompaniechef, der unser Verhältnis kannte, einen Schützenpanzer beordert und den Sanitäter, zwei Mann, Maschinengewehr obendrauf, holt ihn raus. Die sind nach vorne gefahren. Nach 10 Minuten kam nur noch der Unteroffizier, der Sanitäter, sagt, der Wagen ist hin, die übrigen sind tot. Ich hatte einen Kameraden, einen besseren findest du nicht. Die Trommel schlug zum Streite, er ging an meiner Seite. Soldaten gestolpert, bis zum Kompaniechef. Und dann sagte er, hör zu, nur ihr schafft das. Wir müssen das Dorf nehmen, wir sind eingekesselt. Hallo, meine lieben Sondelfreunde. Ich begrüße euch zum letzten Spaziergang für dieses Jahr. Es sind 2 Grad, doch schon kalt. Ja, ich habe uns ein schönes Waldstück rausgesucht mit einer angrenzenden Wiese. In dem Waldstück befindet sich auch ein Schützengraben, so ca. 50 Meter lang, den ich euch nachher noch zeigen werde. Ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Dankeschön, dass ihr mir das ganze Jahr treu die Daumen nach oben gegeben habt. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch und ein gesundes neues Jahr. Ja, und nächstes Jahr geht es dann steil weiter. Dann bis zum ersten Fund. Ein altes Münzlein. Leitwert 99. Viel kann man ja nicht wirklich erkennen. Wir schauen mal, was die Reinigung bringt. Das sieht auf jeden Fall sehr alt aus. Super. Da haben wir jetzt einen ganz kuriosen Fund. Da scheint wohl einer heimlich im Wald
zu trinken. Auch nicht schlecht. Cool Up Fresh Lemon. Super. Der nächste Fund. 50 Reichspfennig. Ja, die holt man ja eigentlich immer in einem schlechten Zustand aus der Erde, aber der hier sieht doch recht vernünftig aus. Prima. Das nächste Signal mit einem Leitwert von 100. Ein Knopf von unseren russischen Freunden. Sehr gut erhalten. Mit Öse. Prima. Ein russischer Löffel. Sehr schön. Ja, meine Lieben, ich fasse es nicht. Der nächste Fund. Aufgepasst. Da liegt er. Stein drinnen, der wohl ein Wappen, das wohl irgendwann mal rausgefallen ist. Sehr schön. Nächster schöner Fund. Scheint mal eine Brosche gewesen zu sein oder irgend sowas in der Art. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass was draufsteht, schwer zu entziffern. Ja, das reinigen wir zu Hause ordentlich und schauen mal nach, was da draufsteht. Sieht auf jeden Fall älter aus. Hinten schien mal eine Nadel dran gewesen zu sein, die abgebrochen ist. Ein schöner Fund. Sagen, endlich mal ein Fund mit Qualität. Eine Gürtelschnalle. Gott mit uns. Sieht auf den ersten Blick aus nach Kaiserreich. Ah, ziemlich verbeult, aber trotzdem im sehr guten Zustand. Ein Traum. Ein Mann, der rechte MG-Schütze, kam vorbei und sagte, ich bin verwundet und hatte die Hand nur noch an Faserlänge und riss sich die Hand. Und sagte, ich muss zurück. Thank you.
Ich war allein dann übrig, der noch schießen konnte, als die Russen zum Gegenangriff antraten. Und ich konnte mich also gerade noch zwischen Russen durch nach rückwärts retten. Gut erhaltenen Pfeifendecke. Na komm, geh schon. Schön. Das nächste Signal, 82er Leitwert, ist ein Knopf. Öse ist noch dran. Schick, schick. So, der nächste Fund. Ein kleiner Koppelhaken. Guten Zustand. Sehr schön. Eine Schnalle. Ziemlich alt aus, gut erhalten. Stopp. Da war einer bereits in der Röhre. Umgekommen, gestorben. So, jetzt haben wir hier einen ganz explosiven Fund. Da
Das ist eine Gewehr-Sprenggranate, K98. Die wird natürlich gemeldet, markiert und gemeldet, damit sie entsorgt werden kann. Jetzt haben wir hier noch einen schönen alten Schützengraben. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ihr das sehen könnt. Schön vorbildlich angelegt im Zickzackmuster. Ja, aber ich denke mal, dass der nie besetzt gewesen ist, weil man ringsrum einfach nichts findet. Es war ja oftmals so, dass der Reichsarbeitsdienst Schützengräben angelegt hat, die am Ende gar nicht besetzt wurden. Ja, das scheint einer von denen zu sein. Über diese Anhöhe kam der Amerikaner. Ja, man hat hier sicherlich versucht, ihn aufzuhalten. Okay.